Hallo, willkommen zurück zu Paper Mario Origami King. Beim letzten Part haben wir es endlich zum Pilzplatz geschafft. Auch wenn es nicht gerade wie Pilzplatz aussieht, aber Olli hat es zu seinem persönlichen Kastell Knick gefaltet. Und ja, es war auch sehr spektakulär, wie wir zum Pilzplatz gelangt sind. Also schaut euch den letzten Part an. Ja, und jetzt geht's los mit dem Finale im Kastell Knick. Machen wir uns auf. Wie komme ich hier rein? Packe irgendwas. Oh! Noch irgendwas? Ah, hier. Mittels Faltkreis. Einmal bitte greifen. Da greifen. Und ziehen! Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Haha, hi. Natürlich. Ist ja klar. Warum? So viel besser. Und zwei. Sag auf Tama. Bonk. Oh, ist einfach nur kaputt. Dann hole ich mal schnell einen neuen her. Oder nee, Eishammer. Eishammer gegen Feuerbruder. Den einzigen Eishammer, den wir noch haben. Haha. So, jetzt können wir nicht rein. Natürlich. Mario ist hier. Alle bekommen durch Olli. Oh no. Ich gab euch den Befehl, Mario und seine Freunde aufzuhalten, und das habt ihr nicht geschafft. Ihr elenden Feiglinge. Ach du Heiliger. Warum war ich leider gegangen? Wie gesagt, geht mich. Das ist ganz schön fies, deinen eigenen Fallschergen einfach so zu opfern. Na, nicht wirklich opfern, sondern einfach so ins Verderben zu schicken. Nun denn, willkommen ins Kastell Knick, Mario. Jetzt warte mal, Bruder. Den Pissplatz zu Origami-Schloss zu verhalten geht zu weit. Es ist einfach unverzeihlich. Wenn du das tust, was noch schlimmer ist, dann... Ach, Olivia, Schwesterherz. Besiehst du nur meine Gelehrsamkeit? Würdest du nur von meiner Beziehung von so einem Origami-Königreich teilen? Eines kann ich dir versichern. Den gesamten Pissplatz zu Origami zu verhalten ist nur der Anfang. Mario, in meiner gegrenzenlosen Weisheit habe ich diesen Palast nach meinem Willen umgefaltet. Ich hoffe sehr, dass es dir gefällt. Naja, geht so. Ach je. Toll. Jetzt müssen wir auch noch abwarten, bis... Ach, genau das passiert. Das macht 100 KP weg. Hab ich. Nimm mal einen Pilz. Noch einen. Ich will noch genug davon. So, wir müssen aufpassen, dass der nicht herschaut. Schaffen wir es? Nicht ganz. Mann, das ist fies. Schau weg. Schau weg. Dreh dich rum. Dankeschön.
Jetzt gehst du weg und nervst mich so herum. Natürlich tanzt wieder einer aus der Reihe. Ist ja logisch. Es tanzt immer einer aus der Reihe. Könnte das ja funktionieren? Wir das so machen? Aha! Sagen auf der Eisstiefel, weil die Stacheln haben. Die Musik ist hier sehr dramatisch, muss ich sagen. Passend für einen finalen. Für ein finalen Gebiet wie hier. So. Mehr Faltkreis für uns. Ach hier. Und ziehen. So. Gibt's hier was? Ja. Hier kann man Blöcke aufziehen. Für Münzen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viele Münzen brauchen werden, aber egal. Na gut, falls wir doch irgendwie Hilfe im Kampf bräuchten, ist es schon in Ordnung, Münzen zu haben. Denn dafür sind die da. Bonk. Ja. 1, 2, 3 und Schlag. Da kommt auch noch Eiskohle mit dazu. Du Heiliger. Der ist jetzt ganz blöd gelegen. Wirklich ganz blöd gelegen. Das so? Nein, das geht so nicht. Hilf mir heute. Ich habe keinen Bock darauf. Kellerpilz. Dankeschön für die Heilung. So, sagenhafte Stiefel. Für euch. Oh, die sind kaputt. Dann brauche ich wieder neue. Hier, bitteschön. Vielleicht kann das Stiefel reichen, aber egal. Nicht so viel Münzen, aber egal. Oh, ein Pilz. Auch nicht schlecht. Zum Halbfass, weil wir. Hey, du dieses Karat. Ein Schatz Mini. Nett. Das müssen wir so falten, um den ausweichen zu können. Das ist auch keine Information. Ah, so geht das. Jetzt wieder ran. Und die machen wir dahin.
Das Blöde ist, da Eisbruder nicht mit dabei sind, können wir nicht den Eishammer verwenden, weil das ist schwach gegen Eisbruder, logischerweise. Hier, keine Ahnung für euch. Ich hoffe es doch. Ja, gut, das ist kaputt. Das wollte ich nur weg haben. Dann, nehme ich mal einen Sargflache mal rein. So. Was haben wir jetzt hier drin? Der Fallkreis. Sehr schön. Einmal bitte hier dran ziehen. Nein. Ach hier. Für die Treppe hier. Weiter geht's. Immer weiter höher. Nochmal zwischendurch speichern, zur Sicherheit. Danke dafür. Aber ich muss schon sagen, es sieht ganz nett aus, mit, vor allem mit diesen fliegenden Papier-Laternen. Wie das funktioniert, dass die an Ort und Stelle bleiben, das möchte ich gerne mal wissen. Na, wie gefällt euch Kassel Knick soweit? Findet ihr eure Aufenthalte zu langweilig? Nein, nicht wirklich. Die ganzen Schnappdinger machen mir Sorgen. Euch kann geholfen werden. Dann den werde ich umgehend Abhilfe schaffen. Ernsthaft? Du knickst das noch mehr? Hast dir schon genug gefaltet? Danke dafür. Ach. Es kommt noch sowas dazu. Bitte geht weg. Ich habe keine Lust, geschnappt zu werden. Jetzt kommt noch ein Bogenraumkugel dazu. Das was ich erledige euch, weil ihr nervt einfach nur. Geht das so? Natürlich nicht. Geht das so hier? Auch nicht. War klar. Ist mir scheißegal jetzt. Ist eh das Ende. Und ich habe einfach keine Lust, da so lange rumzumehren für solche Scheißformationen, die nicht in drei Zügen lösbar sind. Die Kalastiefel. Ich könnte es auch reichen, hoffe ich doch mal. Ja. Aber für die Bogenraumbruder nehme ich doch mal lieber die sagenhaften Hammer. Weil ich glaube, die sind doch etwas stärker als alle anderen Brüder. Durch. Da müssen wir irgendwie anders rüber. Der nervt auch immer noch. Und den kümmere ich mich gleich. Genauso wie der da. Aber erstmal hier schön alles absahen.
Die schönen Blöcke. Schön goldig verziert. Mit einem Kalapilz. Mit Münzen. Mit noch mehr Münzen. Und mit einem Schatzmini. Ein Kugelmini. Toll. So, du komm mal her. Komm her und geh weg. Ich glaube, das können wir einfach so machen, oder? Ja. Machen wir die Hammer vom Zombie, wie es vorgegeben ist. So, für euch gibt's den Kalahammer. Bam! Aber für euch gibt's den sagenhaften Hammer. Aber ja, ich mag die Musik hier echt. Die ist wirklich sehr episch, muss ich sagen. Passend für einen Kastellknick wie hier. Noch mehr Münzen für uns. Müssen wir das machen oder können wir einfach hier durch? Okay, ich gehe. Kommen wir nicht hier hoch? Habe ich gerade was gut gemacht? Ich glaube, ich habe gerade was gut gemacht, oder? Egal. Ich kümmere mich erstmal um den da. Weil der wird auch mich auch gleich nerven. Mit seinem Boomerang. Natürlich, das wieder einer aus der Reihe. Warum soll ich die Boomerang-Brüder auf der rechten Seite hinstellen, wenn es auf der linken Seite geht? Hier, ja, bitteschön. Kannerstiefel. Für euch. Euch den sagenhaften Hammer. Bonk. Und weg seid ihr. Und wir machen noch den Eisbruder weg. Damit er auch nicht mehr nervt. Bonk. Ach, da können wir einfach reindrehen? Natürlich nicht. War klar. Mach das mal für mich, Toads. Ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja, wie soll man darauf kommen? Ernsthaft. Manchmal frage ich wirklich, wie man darauf kommen soll. Innerhalb von 3 Zügen. So, sag auch die Stiefel für die. Und für euch reichen, glaube ich, die Kalabstiefel, oder? Ich hoffe es doch mal. Yep. Gut.
Ah. Faltkreis. Aber bevor ich den nutze, gehe ich aber hier rein. Weil hier ist nur Heilung. Und das nützt mir gerade überhaupt nichts. Hehe. Egal. So, hier müssen wir getimt das hier greifen und ziehen. Und ich finde das lustig, wie Maros Arme da so lang werden. Hihi. Das ist mehr drücken statt ziehen. Ach so, kommen wir hier hoch. Ja, das macht schon Sinn. Ich habe gedacht, wir haben was kaputt gemacht, aber nee. So. Dann können wir das hier umfalten. Und bitteschön. Einmal gerade biegen, bitte. Dann kommen wir die Schnapper. Da warten wir was ab. Da auch. Und da kommen wir hindurch. Kleiner Speicher. Was ist das? Eine geknickte Röhre. Aha. Was bringt das genau? Oh. Toll. Die nehmen das Ding einfach. Was? Hat er gerade einer den Fallkreis geklaut? Ja. Gut beobachtet, Usbia. Und hier müssen wir wieder zurückholen. Und dafür müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Uff, das ist immer so knapp. Ach ja, natürlich. Gut, dass wir Pilze haben. Ich weiß halt gar nicht mehr, wer den richtigen hat. Ach komm schon. Auch ein Kitzelbiss dazu. So, ich gehe hier jetzt einfach mal geradeaus. Hast du den richtigen? Ah, sehr gut. Sehr gut, da haben wir uns den richtigen geschnappt. Die anderen mache ich erst gar nicht. Weil, warum? Das wäre eine Zeitverschwendung. So. Hey, ein nettes Häuschen. Mit dem Hammer, Bruder. Komm du mal her. Bonk. So, wie müssen die formatiert werden? So, ich weiß nicht. Nee, so geht's auch nicht. Irgendwie muss das so funktionieren, oder? Ich scheiß drauf.
gebe keinen Kommentar dazu ab. Weil die Formationen hier im Finale, im Kampf, sind manchmal echt so dämlich gemacht, dass ich mich manchmal frage, wie man das bitte schon innerhalb von 3 Zügen lösen soll. Dafür kriegen wir diese Papierflugstaffel als Schatzmini. Yay! Jetzt raus aus dem Haus. Und ja, natürlich. Natürlich kommen noch mehr, die uns aufhalten wollen. Können nicht einfach mal sich verziehen und vor allem sich besser anordnen. Ja. Wie soll man darauf kommen, bitteschön? Was die da gerade angestellt haben. Es ist doch unmöglich. Karstiefel. Und für euch gibt's die sagenhaften Stiefel. Wir machen hier absolut keinen Gewinn, wenn wir ständig die Tods rufen müssen. Weil alles so dämlich angeordnet ist. So. Dann können wir das auch so falten. So, bitteschön. Natürlich. Wie ignoriert das Ganze einfach? Oh, Katapilz. Falkkreis? Ich bräuchte noch einen Falkkreis irgendwo. Das ist kein Falkkreis, aber... gerade Papachos. Falkkreis. Wo ist denn der andere? Oben vielleicht? Ah, hier. Bei Olivia. Ich mag hier ja diese Figuren hier, Olivia auf der rechten Seite und Olli auf der linken Seite. Hey, das ist immerhin nett, dass er an Olivia gedacht hat. Wie geht das nochmal? So hier. So hier. So hier. Holen? Nicht, oder? Nope. Wieder mein höchstes Rätsel für uns. So hier. So hier. So hier. Nee, auch nicht. Nein. Zuerst. So. Und wir, das passt jetzt nicht. Aha. Gut. Ups. Runtergesprungen.
Block für Papacho Käfer. Und für die mit den Schnipseln. Noch ein Katapilz. Danke für die Heilung. Ein paar Katapilze können wir jetzt auch gut gebrauchen hier. Hier ist kein Block, okay. Dann würde ich sagen, speichern wir an der Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Part wieder, wenn wir hier im Kastellknick weiter emporsteigen. Bis dann sage ich, bis dann und Aloha.